Hallo Lina draußen, schön, dass ihr wieder da seid. Heute gibt es mal wieder einen Melli, erzähl doch mal, zusammen mit Markus. Also ein Melli, Markus, erzähl doch mal. MMEDM. Oh, voll gut. Wir arbeiten heute wieder mit Canon zusammen. Und zwar darf ich euch vom Creative Park wieder was vorstellen. Und wir haben uns einen super coolen Löwen ausgesucht. Markus hat sich den ausgesucht. Ich wollte erst den Hirsch nehmen. Ja. Aber wir haben gedacht, fangen wir erstmal etwas leichter an. Wenn du auch ein Pixma TS8150 gewinnen möchtest, dann poste doch den Link deiner Lieblingsbastelvorlage aus dem Canon Creative Park unten in die Kommentare. Alle weiteren Infos zum Gewinnspiel findest du unten in der Infobox. Viel Glück! Über eine Stunde haben wir schon ausgeschnitten und gefalten. Das ist auf jeden Fall eine perfekte Beschäftigung, um mal so ein bisschen Zeit mit seinem Partner auch zu verbringen. Obwohl wir uns eigentlich die ganze Zeit angeschwiegen haben. Das war so eine richtige Konzentrationsarbeit. Und ich bin der Meinung, dass ich besser gefaltet habe. Das stimmt nicht. Ich habe nämlich das Lineal als Hilfe genommen und du ja, nicht. Aber trotzdem bin ich mit den Faltkünsten nicht zufrieden. Ist ja auch noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ich bin nämlich Jungfrau. Ja. Perfektionist. Mhm. Gut, nächstes Mal kannst du alles alleine machen. Ja. Wir wollen nämlich, also ich möchte gerne diesen Löwenkopf hinten in meinem Büro haben. Wir möchten das Ganze aber gerne verbinden und möchten gerne so einen Jahresrückblick 2017 machen. Wir haben jetzt gerade alle Silvester gefeiert, also ich hoffe zumindest, dass ihr gefeiert habt. Und wir wollen gerne nochmal kurz zurückschauen ins Jahr 2017, was wir eigentlich alles so erlebt haben und wo unsere Highlights waren. Und vielleicht auch, was wir uns noch vornehmen für 2018. Ich habe mir nämlich überlegt, ich schaue jetzt einfach mal ganz kurz bei meinen YouTube-Videos rein, um sich das mal wieder so ein bisschen ins Gedächtnis zu rufen, wo wir denn waren. Also Anfang des Jahres habe ich ein Video hochgeladen mit meinen Vorsätzen für 2017. Oder ich glaube, das haben wir sogar zusammen gemacht. Kind, Hochzeit, Reisen. Ganz großes Thema 2017 war für mich auf jeden Fall, wollen wir ein zweites Kind oder nicht? Also es war so das erste Mal, dass wir uns bewusst damit auseinandergesetzt haben eigentlich, oder? Ob wir ein zweites Kind wollen oder nicht. Weil jeder, der uns ja schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß ja eigentlich, dass ein zweites Kind für uns nie in Frage kam. Aktuell sind wir bei dem Stand, dass ich sage, ich würde schon gerne ein zweites Kind haben. Und jetzt auch so nach Thailand kann ich mir das ehrlich gesagt auch ganz gut vorstellen. Wir waren auf Fuerteventura. Das war eigentlich auch richtig schön, oder? Das war jetzt das erste Mal nach Ewigkeiten, oder du, wir haben noch nie sowas gemacht, ne? So Cluburlaub, dass man sagt, also außer AIDA jetzt. Sonst sind wir ja immer auf dem Schiff gewesen eigentlich. Aber du hast du überhaupt schon mal Cluburlaub gemacht, gell? Ja, mit meinen Eltern. Ja, was sehe ich hier? Frieda hatte doch ihren zweiten Fieberkrampf. Oh ja. Das war echt dann ziemlich krass. Das vor 6 Monaten. Also ja. Wahrscheinlich so 7. Ja, deswegen können wir sie jetzt wieder impfen, ja. Weil es jetzt ungefähr ein halbes Jahr her ist. Diesmal war ich ja auch dabei. Ne? Ja, das war echt nicht so cool. Obwohl ich sagen muss, ich war ein bisschen minimal gelassener als beim ersten Mal. Aber dadurch, dass Markus auch dabei war, und das war einfach eine ganz andere Situation. Und irgendwie waren wir dann trotzdem total unsicher. Ne? Dann haben wir die Taufreise gemacht. Ne? Ja. Die Taufreise und danach noch die... Sind wir noch eine Woche drauf geblieben? Genau, dann wäre ich noch eine Woche länger geblieben. Das war auch echt schön. Da erinnere ich mich mega gerne zurück, weil ich halt auch meinen 30. Geburtstag gefeiert habe. Das war richtig, richtig cool. Es war einfach eine tolle Zeit. Auch die ganzen, mit denen wir da waren, die so kennenzulernen, dann war so eine Einheit. Und irgendwie, es war so, weiß ich nicht, einfach so, ja, man war so eine Einheit irgendwie. Es war, man hat irgendwie das gleiche Ziel verfolgt. Irgendwie, es war ziemlich cool. Jetzt weiß man, wie es mir letztes Mal ging, so mit Basteln und Reden. Ist voll schwer, ne? Was war noch? Was war denn dein Highlight 2017? Aber sagen wir mal, beruflich gesehen, hattest du ein Highlight? Also wenn du jetzt zurückguckst? Na, ich habe ja dieses Jahr meine Red gekauft. Ach ja. Das war ja, das hatten wir, glaube ich, aber schon mal. Ja. Ansonsten war eigentlich, dass ich mit Julian ja jetzt schon, eigentlich wollten wir es ja dieses Jahr schon noch schaffen. Ja. Also wir haben ja einen Namen für unsere... Markus hat sich nämlich, genau, die haben... Aber so eine richtige GmbH ist auch nicht. Nee, die Zusammenkunft. Ja, da ist ja die Überlegung, was wir da sozusagen draus machen. Aber 2018 wollen wir damit auf jeden Fall noch mehr durchstarten und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Also es kamen auf jeden Fall gute Kunden dazu. Ja. Bin gespannt. Ja, aber ich muss auch sagen, Markus war weniger viel weg, also weniger lange weg, aber dafür kurze... Weite, also mehr... Ja, fandst du aber weiter? Nee, weiter nicht, aber egal. Also mir ist ja egal, ob du jetzt in Brandenburg drehst oder nicht, aber Fakt ist, dass du nicht zu Hause bist. So.
Und dass du öfters weg warst, aber nicht immer auf lange Sicht. Also nee, es waren mal irgendwie hier 2 Tage und da ein Tag, genau. Aber nicht so viele. So eine Woche. Da eine oder Woche, da eine Woche, da eine Woche. Ja. Das stimmt. Also es hat sich auf jeden Fall ausgewogener angefühlt, ne? Ja. So, jetzt muss ich hier wieder reinkommen. Ja, mein Highlight, ich kann es gar nicht sagen. Ich glaube, ich hatte dieses Jahr wirklich coole Kooperationspartner. Auch kennen jetzt. Es ist eine mega Ehre, dass so eine große Firma mit mir zusammenarbeitet. Und ich finde, ich habe den Grad ganz gut bekommen zwischen Reisen und Melli, aber trotzdem noch so ein bisschen Familie. Das war mir halt wichtig für 2017, dass ich halt Frieda auch nicht mehr so sehr in den Fokus stelle. Das wird 2018 auch ähnlich sein. Aber ja, ich bin schon stolz 2017. Das war schon ein cooles Jahr. Ja, finde ich auch. Hat Spaß gemacht. 2018 habe ich mir vorgenommen, will ich eigentlich weiter so machen, wie ich es jetzt aufgehört hatte 2017. Also ich möchte bei meinen regelmäßigen Videos bleiben. Das Wachstum kann natürlich auf meinem Kanal ein bisschen besser werden. Es war jetzt im Dezember, November, Dezember ultra schlecht. Das hat mich ein bisschen deprimiert und es war so der Punkt, hätte ich es nicht wirklich gerne gemacht, also das Produzieren, das Videos drehen und so, dann wäre das wahrscheinlich ein Knackpunkt gewesen, wo ich gesagt habe, wofür das Ganze? Aber ich mache es halt einfach gerne und ich glaube und hoffe, dass ihr das auch anhand meiner Videos irgendwie sehen könnt, dass ich es halt wirklich gerne mache. Also ich schneide gerne Videos. Achso, und 2018 möchte ich auch gerne, wie Jessie das auch auf ihrem Kanal, Back to the Roots, ich liebe es einfach, aufwendige Videos zu produzieren. Das ist natürlich mit der Zeit etwas eingeschlafen, gerade wenn man vielleicht auch merkt, dass die aufwendigen Videos eben gut ankommen, wie Videos, die einfach produziert sind. Also die breite Masse, ihr seht diesen Unterschied gar nicht so, aber ich sage immer, ich möchte mir die Videos in 5, 6 Jahren nochmal angucken und sagen, hey, cool, das war richtig cool. Und ich glaube, da liegen mir halt diese aufwendigen Videos mit Schnittbildern, mit schöner Musik und mit viel, dass man Emotionen reinhängen kann, die liegen mir halt einfach mehr. So, wir haben mal schnell ein bisschen weiter gebastelt und ich habe Markus natürlich geholfen. Ich bin mir nicht so sicher, ob es richtig ist. Ich bin wirklich, 2017 war für mich so ein richtig tolles Jahr. Ich habe super viele Zuschauer kennengelernt, also es hat richtig Spaß gemacht. Aber ich bin ja früher nie so eine Bastelfrau gewesen, ne? Aber mir macht das richtig Spaß, wenn man mal so richtig die Gedanken freilassen kann, komischerweise, ne? Also dabei reden, hat man das auch schon festgestellt, geht gar nicht. Das ist wie Angeln, nur drin. So, jetzt, ich hab's, pass auf. Ja, das, was ihr ja gerade gar nicht gesehen habt, dass Markus mich hier ganz schön angeranzt hat, von wegen, wehe, du machst es jetzt falsch. Ich wollte das machen. Ja, ich bin ein Perfektionist. So, ich habe die Laternen auch super hinbekommen. Ja, das sind ja deine Laternen. Das wird auch an meinem, ja. In meinem Büro, auf meiner Büroseite. Aber alle wissen, dass ich es gemacht habe. Nee, 2018, ich freue mich. Ja, ich hoffe, Markus ist ein bisschen mehr zu Hause, hoffe ich. Das ist so mein Wunsch an 2018. Mein Wunsch ist es, dass meine Familie glücklich ist und zufrieden und vor allem gesund ist. Und 2018 möchte ich gerne auch eine Regelmäßigkeit reinbringen, meine Familie zu treffen. Also so Familiensonntage oder sowas einzufinden. Ist mir 2017 aufgefallen, dass das tatsächlich in meiner Familie ein bisschen kurz kommt. Ich weiß aber nicht, woran es liegt. Also es ist keine böse Absicht, glaube ich. Aber da freue ich mich richtig drauf. Das habe ich jetzt schon gemerkt im November, Dezember. Das ist jetzt schon so ein bisschen eingeführt. Ne? Ja, Oktober, November, Dezember war halt so, dass es so langsam hin und gut aber angenommen wurde auch. Ne? Also auch von den Familien wurde dann auch gesagt, hey, habt ihr am Sonntag Zeit oder so. Das war echt cool. Da habe ich mich mega gefreut. Also, was ist wichtig? Immer reden. Es kann sich nur was verändern, wenn man miteinander redet. Und das ist auch unser Beziehungsgeheimnis, warum wir uns... Wir gehen jetzt übrigens, sind jetzt im 10. Jahr. Nein. Willst du mich jetzt veräppeln? Achso, doch. Jetzt... 2018. Zehnten Jahr oder sind wir denn im... Nee, wir kommen jetzt ins 9. Also 2018, jetzt ist das 9. Jahr, oder? Gut, dass wir es aber beide nicht so gut wissen, ne? Also, ja, wir kommen jetzt ins 9. Jahr. Doch, wir sind jetzt im 8. und wir kommen ins 9. Also wenn das Video rauskommt, dann... Genau, dann sind wir ja schon im 9. quasi. Falls wir noch zusammen sind. Ich freue mich gleich, wenn das fertig ist. Oh, jetzt sieht es wirklich schon so ein bisschen aus, ne? Das ist halt so wie eine Küche aufbauen, ne? Denn danach ist man happy, dass man es selbst gemacht hat. Kaufen kann jeder. Wirklich, bei der Laterne auch. Oh, haben sie sich nominiert zur Mutter des Jahres?
Ich sag, ja, ich habe sogar zwei gebastelt. Ja. Mhm. Es hat übrigens geregnet an dem Tag dann und dann sind die Lampignons, die Blumen, das Papier ist natürlich ein bisschen feucht geworden und dann sah es aus, als wenn die Blume so aufgegangen ist. Das sah richtig süß aus. Und auf jeden Fall unten in den Kommentaren mal so ein bisschen erzählen, was eure Vorsätze sind, weil das ja tatsächlich bei jedem irgendwie anders ist. Ne? Die einen setzen sich richtig, richtig große Ziele, die anderen eher so kleine oder die anderen sagen, nee, ach, Vorsätze sind total doof. Lasst mich doch mal in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Für uns sind dann die großen Ziele Führerschein. Das war uns irgendwie jedes Jahr. Aber da haben wir jetzt, glaube ich, aufgehört zu sagen, dass wir uns das als Ziel setzen. Aber schön wäre es trotzdem. Ja. Kann uns nicht jemand einen Führerschein sponsoren? Ja, vielleicht können wir auch. So, dass man das nicht machen muss. Also nee, dass jemand uns immer abholt und sagt, so, jetzt setzen wir uns hin, wir lernen ihn jetzt. Wir brauchen das, also so richtig. Aber mit Babysitter denn auch. Ne? Guck mal hier, so, halber Kopf. Sieht schon gut aus, ne? Ich finde zum Beispiel, dass ich im Jahr 2017 viel ausgeglichener bin, dadurch, dass ich wusste, also es war so eine Suche nach mir selbst irgendwie. Also ich bin jetzt glücklicher denn je. Das mache ich. Nein. Warum nicht? Weil das ist das Gesicht. Das ist die Nase, die kriege ich ja wohl hin. Guck mal, ich sehe sogar, wo das hin muss. Hier so. Schönheits-OP. Gucke, hier kommt das hin. Aber da sind so viele kleine Sachen. Okay, dann 2017 genutzt, um zu sehen oder zu merken, zu fühlen, was will ich eigentlich, wer bin ich eigentlich, was will ich und was will ich vor allem nicht. So. Und ich bin mega stolz auf mich, vor allem, dass ich auch die ganzen letzten Jahre wirklich nächstes war vorletztes Jahr. Ach so. Nee, dass ich einfach auch mir treu geblieben bin. Also, dass wir die Frieda nicht zeigen, dass die Frieda sich so ein bisschen als Persönlichkeit von meinem Kanal entfernt hat. Natürlich ist sie Teil meines Kanals und das wird sie auch immer bleiben. 1,5 Minuten später. Nee, wir haben tatsächlich jetzt noch ein bisschen gebastelt. Also, Markus hat ein bisschen gebastelt. Es hat leider nicht geklappt. Der lügt. Ja, der Löwe ist fertig. Und Markus ist mega stolz. Der war auch sehr, sehr, sehr penibel beim Basteln. Und ich bin jetzt aber auch sehr stolz, dass dieses Ding gleich mein Büro schmücken wird. Und Markus hat gerade schon gesagt, das ist recht stabil, ne? Der ist tatsächlich wirklich recht stabil, ja. So, ihr Süßen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wo wir die Vorlagen und alles her haben, dann verlinke ich euch unten alles in der Beschreibung. Den Creative Park von Canon, kostenlose Bastelvorlagen. Mach ihn nicht kaputt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich auf Instagram verlinkt. Also wenn ihr was bastelt, dann verlinkt mich gerne mit Maddys Blog, dann kann ich das sehen und dann Dann machen wir ein Bastelbattle. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Nee, am Sonntag sehen wir uns schon. Bis dann. Tschüss.